Hallo, liebe Freunde von Pathfinder, Kingmaker, hier sind wir wieder mit Baron Micknack von Hirschhausen und nachdem wir letztens eine lustige Unterhaltung mit Nocknack und seinen Heiratsplänen mit Lindsay hatten, werden wir uns jetzt hier auf den Weg machen. Kommen wir eigentlich hier schneller raus. Und wir müssen schauen, dass wir jetzt unsere große Mission hier erledigt kriegen, nämlich herauszufinden, was es mit den Samen auf sich hat. Genau, wir können hier das Gebiet verlassen. Und jetzt müssen wir unsere Gruppe neu zusammenstellen. Da müssen wir jetzt ein bisschen was überlegen. Weil das ist ein bisschen schwierig jetzt. Wenn wir jetzt auf die Reise gehen, dann werden wir nicht so schnell in die Hauptstadt zurückkommen, denke ich mal, und uns neu ausstatten. Also müssen wir jetzt gut überlegen, wie wir jetzt hier mitnehmen. Problem ist, Knock Knock macht relativ gut einen guten Schaden. Ist ein guter Zweikämpfer, ebenso wie Amiri. So, jetzt haben wir zwei Zweikämpfer hier drin. Wir haben einen guten Bogenschützen, wir haben einen Tank, einen, der irgendwie alles kann und der Anführer ist. Den kann ich eh nicht austauschen. Die sieht man auch hier im Schloss. Und dann haben wir noch Lindsay, die uns den Boost für unsere Gruppe gibt. Mit Boost aus dem Hintergrund, mit den Gesängen, Liedern und heilen kann. So, was machen wir jetzt? Die können nur 6 sein, also 5 kann ich mitnehmen. Wen könnte man davon gebrauchen? Ich denke mal, Jubilost nicht. Octavia auch nicht. Die sind einfach da ein bisschen zu lightweight, würde ich mal sagen. Jubilost ein bisschen zu speziell, aber obwohl er vielleicht auch gut Damage machen kann, aber. Ja. Er kann aber die Truppe nicht boosten, so wirklich. Sie wäre vielleicht auch eine gute Kämpferin und hat natürlich auch Zauber drauf. Weiß ich aber nicht so ganz genau. Mit ihm kann ich noch gar nichts so anfangen, muss ich sagen. Also wäre meine Wahl inzwischen, Tristian mitzunehmen. Als Heiler ist er natürlich nicht schlecht, muss man sagen. Offensiv eher so weniger. Aber er hat deutlich mehr Heilzauber drauf als unser lustiger kleiner Zwerg. Er hat natürlich sehr viele Zauber drauf, Boosts und was weiß ich alles, Schutz vor Elementen und tralala. Und kann natürlich auch vorne kämpfen. Mit seinem Schild hält er auch was aus. Der ist auch eine gute Allzweckwaffe. Wenn er so mehr auf Magie und Heilen ist, ist er auch mit Kämpfen und Magie. Also auch nicht schlecht. Also sollten wir vielleicht Lindsay austauschen. Die zwei Kämpfer behalten. Obwohl, dann haben wir niemanden, der Fallen entschärft oder finden kann. Gut, Knock-Knock hat zwar auch entsprechende Eigenschaften, aber lange nicht so gut wie Lindsay. Das ist schon ein Problem. Heimlichkeit ist er gut. Also da kann ihm keiner was. Und Tricks ist er auch nicht so schlecht. Er ist nur ein bisschen schlechter als Lindsay, was das angeht. Also könnte er auch wahrscheinlich Truhen öffnen. Und Fallen finden. Bei der Wahrnehmung ist er jetzt eher nicht so doll. Der hätte mir eigentlich nur Urkunder, jo. Den könnten wir aber noch Lindsays Brille geben, zum Beispiel. Die Okulare des Adlers, das gibt plus 5 auf Wahrnehmung. Dann müsste er allerdings auf den Stirnreif der Weisheit verzichten. Dann hätte er 2 Zauber weniger. Das sind die beiden Zauber, die den Hund boosten. Oder wir geben diese Dinge ihm, dass er mehr Wahrnehmung hat. Dann hätte er 5 dazu. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ist ja 2 schlechter als Lindsay. Das ginge eventuell auch. Nur wir halten die Truppe letztendlich. Und wer kann hier den ganzen Zauber machen? Die uns ja auch noch helfen.
zum Beispiel. Die ganzen Heilzauber und so weiter. Wer macht das? Also müsste man sie eigentlich dann rausnehmen und dafür wieder Harry mitnehmen. Guck mal, er hat die Rüstung von 25, das habe ich mir für gut befunden. Aber der Hund ist schon besser. Wir sind jetzt 22. Na gut, der hat überhaupt nichts, ist klar. Das ist auch nicht so viel, ne? Wir müssten die mal. Oder schon einen Schutzring plus 2 hat. Der bräuchte eigentlich auch nochmal einen Boost hier, was die Rüstung angeht. Und Knock Knock, nachdem er nur sein grünes Gewand jetzt hat, hat er 24. Sollen wir das jetzt mit Harim vergleichen? Ja, auf dem falschen Fuß ist klar, da ist er besser. Weil er von allen Seiten gepanzert ist. Und Knock Knock hauptsächlich durch sein geschicktes Ausweichen nicht so leicht getroffen werden kann. Das ist eigentlich seine Defensive. Aber trotzdem 24 erstmal. Danach richtet sich ja erstmal der Wurf, ne? Wenn er angegriffen wird. Also gar nicht mehr so schlecht. Der Knirps. Also ein bisschen was einstecken kann er auch. Aber eben, er kann nichts zaubern, ist das Problem. So. Und er kann uns natürlich was zaubern. Er hat ja hier einiges drauf mittlerweile. Was habe ich denn eigentlich bei Metamagie? Habe ich da irgendwas? Als der Ranken wuchs. Das ist aber neu, oder? Kann sogar Stufe 5 Monster jetzt dabei zaubern, Harim, nachdem er aufgestiegen ist. Interessant. Schreckenswölfe. Aha. Kann auch Toter weg. Okay. Der hat ja einiges drauf. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Metamagie kann er nicht, ne? Okay. Ja, dachte, der hätte das. Wer hatte die denn? War das Tristian? Ja, doch, der hatte das. Ja, das ist so eine Sache. Wen nehmen wir jetzt damit? Ist jetzt die Frage. Harim, Tristian, wir brauchen auf jeden Fall einen, der heilen und boosten kann. Aber weiß, wo wir da hinkommen. Gleistens nicht. Wahrscheinlich auch nicht schlecht. Natürlich offensiv ist er jetzt. Du kannst ein bisschen mitschießen, das ist schon nicht schlecht, aber er hat defensiv natürlich nichts drauf. Wenn er einmal getroffen wird, ist er tot. So, da ist Lindsay schon besser. Erstens, weil sie klein ist, weil sie eine höhere Geschicklichkeit hat. Da ist es so ein bisschen wie bei Knock Knock, dass sie gut ausweichen kann. Wird sie nicht so leicht getroffen. Außerdem kann sie nicht sterben. Weil wenn sie tödlich getroffen wird, dann teleportiert sie sich weg durch diesen Ring von Shaylin. Also einen Zauber brauchen wir auf jeden Fall. Was tun, Schwarzeus? Dann ist die Frage, brauchen wir zwei im Angriff? Weil eigentlich müsste man entweder Knock Knock oder Amiri weglassen, einen von beiden. Den hätten wir jeden Posten besetzt. Amiri ist natürlich auch unser Schadensaustauscher, Austeiler hier. Ups, habe ich angeklickt hier. Knock Knock ebenso, obwohl der, glaube ich, sogar mehr Schaden macht als sie.
Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Also Valerie kann man auf keinen Fall verzichten, weil die zieht alle Gegner auf sich. Und lenkt alle ab mit ihrem Verteidigungsbonus, den sie hat. Er ist unser bester Schadensausteiler aus der Ferne. Mit seinem Bogen und der Hund. Das ist unser siebter Mann sozusagen. Er kann ordentlich austeilen und einstecken. Also sind zur Disposition die drei hier. Also einer von den zweien oder und Lindsay. So. Die Frage, was machen wir mit denen? Ja. Und jetzt haben wir nochmal einen Fernkämpfer dazu. Wenn ich sie rausnehme und ihn dafür nehme, hätten wir nur noch zwei Fernkämpfer, nämlich ihn und ihn. Alle anderen müssen das direkt am Mann regeln. Also direkt mit den Gegnern. Na gut, dann wären wir halt sehr offensiv mit zwei Kämpfern. Man kann aber auch in die Hose gehen, ne? Wir könnten das mal versuchen. Mit Harim statt Lindsay. Wo sie ungern gehen lassen würde, weil sie ja auch unsere Chronistin ist. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Heiler. Da führt kein Weg dran vorbei. Da gehen wir sofort drauf. Und einen, der Segnung machen kann und sowas, um unsere Truppen zu boosten, weil die meisten Siege würden wir ohne diese ganzen Boosts mit plus 2 Rüstung, plus 2 Schlag und ganzen Glücksboni und die Gegner, die dann Mahdi bekommen, das würde überhaupt nicht funktionieren so. Das geht gar nicht anders. Ich weiß nur nicht, ob zwei offensive Kämpfer wirklich gut sind vorne, also direkt im Angriff. Die können es auch ordentlich austeilen, beide zusammen wahrscheinlich dann sogar richtig viel, aber defensiv können die halt so nicht wirklich was. Auf der anderen Seite, wenn wir viel Schaden machen, sind die Gegner schneller tot. Also, ich habe nur noch das Problem dann eben, ob das wirklich mit diesen Fallen und mit den Kisten so funktioniert, weil Lindsay hat mich schon genervt, dass manche Truhe nicht aufkriegte. Und wenn dann Knock-Knock auch noch da, weil dann etwas schlechter natürlich jetzt ist, von den Werten, selbst wenn ich ihm Brille und was weiß ich alles gebe, wenn der auch noch so drauf ist und sogar noch schlechter, dann, weiß ich nicht, verliere ich die Nerven. Also, und Fallen müssen auf jeden Fall entschärfen können, scheiß auf die Truhen, aber letztendlich die Fallen, je nachdem, wenn wir in irgendwelchen Höhlen wieder landen und da Spinnennetze sind und was weiß ich, das kann schon noch heikel werden. Das haben wir ja schon unter diesem, Ahornbaum da erlebt, dass wir uns durch die Höhlen der Winzlinge geschlichen haben. Also ich würde es mal so machen vielleicht. Moment, wir müssen das mal noch ein bisschen, kann ich mal anders aufstellen, so ein bisschen. So. Ne, wir machen mal so rum. Und die kommt nach hinten. So. Aber dass wir nur zwei Bogenschützen haben, weiß ich nicht. Das eine gute Idee ist. Okay, wenn wir das so machen, müssen wir jetzt ein bisschen die Ausrüstung umverteilen. Und mal gucken, ob wir davon was Knock-Knock geben können. Weil die müssen wir dann auch ein bisschen boosten. Das. Das nehmen wir auch mal wieder zurück. Ich glaube, den Ankram können wir für den Kunden hier noch gebrauchen. So. Weil wir jetzt Fallen entschärfen soll, dann können wir ihm das Amulett hier geben. Dann hat er nochmal plus 1 Rüstung. So, die ist schon überladen, so ein bisschen. So, jetzt hat er bei Tricks 25. Okay, das müsste eigentlich reichen.
Das ist gar nicht so schlecht. Wo ist meine Brille jetzt hier hin? Nee. So, dann gehen wir das hier auch noch. Knock, knock. Bewegungsgeschwindigkeit. Und wenn wir denn das hier auch noch geben. Doch, das geht noch. So. So, gucken wir mal. Jetzt hat er Tricks 25, Wahrnehmung 18, okay. Ist jetzt nicht 20, wie Linzia hatte, aber ist immer noch gut. Bei Tricks ist er jetzt bei 25. Damit müssen wir jetzt leben, damit muss er auf jeden Fall die meisten Fallen entschärfen können. Und Heimlichkeit ist er eh gut. Da brauchen wir jetzt nichts großartig machen. Ja, das dauert noch ein Weilchen, aber stück mal, wenn wir mit diesem Akt hier durch sind, haben wir vielleicht nochmal einen Anstieg. So, Rest können wir jetzt nichts machen. Gut, Wissen fehlt ein bisschen. Weil Linzi hat natürlich auch Wissen, Welt, Natur und Arcanum gehabt. Weil er kann zwar Dinge vielleicht wahrnehmen und sehen, aber er kann sie nicht wirklich interpretieren. Also ne, Rätsel lösen, Dinge herausfinden, da ist natürlich Linzi besser. Da müssen wir, ja, da sind eigentlich alle ein bisschen scheiße, muss man eigentlich ganz ehrlich sagen. Da fehlt uns das Fehlen. Wenn wir sie wegnehmen. Okay. So, jetzt haben wir Knock-Knock ausgebildet. Jetzt würde ich dann Harim nehmen, weil er ist für mich noch am flexibelsten. Und Harim, wenn es ums Wissen geht, erst nur bei Arcanum gut. Wissen Welt ist eigentlich keiner wirklich toll. Okay, Amiri und Kündoyo, das können wir noch auffangen. Bei Wissen Welt war nur Linzi wirklich gut. Da sind wir alle Mist. Da ist Nickmack noch am besten. Na gut. So. Wissen Arcano war Tristian und Harim sind da die besten. Und Linzi war da die beste, interessanterweise. Wenn ob das funktioniert, ich weiß nicht so genau. Wir werden es mal versuchen. Sonst muss ich nochmal in die Stadt zurück und das umbauen, falls wir da dauernd einen auf die Fresse kriegen oder Probleme mit Fallen kriegen. Ich weiß es nicht, müssen wir ausprobieren. Obwohl, ich muss dann doch entweder Amiri rausschmeißen oder auf Knock-Knock verzichten. Irgendwie. Dass wir dann Linzi wieder reinnehmen und einen von den beiden austauschen. Anders geht's nicht. Da müsste ich jetzt mal testen, wie das funktioniert. So. Ration haben wir, genau. Ration haben wir. Danke für den Hinweis, Programm. So. Wo können wir denn jetzt noch hin? Wir müssen an den Gudrin. Den haben wir ja hier. Hier ist der Silberstufensee. Also müssen wir hier irgendwie lang wandern. Da waren wir ja auch schon ein paar Mal. Hier war ja auch das Goblin-Dorf. Also der Gudrin scheint da wirklich was mit zu tun haben. Der geht ja hier in die Hauerwasser rein. Würde ich mal sagen, als erstes, dann fahren wir mal einfach mal hier hin und gucken, wie wir hier weiterkommen. Hier muss dann irgendwas sein. Vielleicht können wir auch mal das Dorf am Silberstufensee besuchen. Wir sind ja schon bis hier mal gewesen. Vielleicht das sogar schneller. Bis dahin wären es 13 Stunden 12. Aber dann müssten wir hier noch umgucken. Macht eigentlich keinen Sinn, weil hier ist eh nichts, oder? Sei denn, ja, wir haben hier irgendwas natürlich übersehen. Kann natürlich auch sein. Manchmal eröffnet sich ja auch was auf der Karte, nachdem man bestimmte Abenteuer erst erlebt hat. Dann sieht man plötzlich die Sachen. Na gut, dann fahren wir mal los. Gehen wir mal dahin. Auf geht's, Freunde, ins Abenteuer. Ups. Jetzt sind die müde. Das ist das einsame Mühle. Diese abgelegene Mühle wirkt einsam und unsicher. Die Dorfbewohner können sich auf ihre Wände verlassen, ihre Nachbarn und ihre Wachen. Aber Einsiedler auf der Suche nach Einsamkeit laufen immer Gefahr, in Schwierigkeiten zu geraten. Ob durch die rauen Elemente, durch gierige Räuber oder durch noch seltsamere Dinge. Hä? Was ist das?
gucke ich mir aber nochmal an. Hier ist schon wieder was passiert. Gut, wir müssen... wer ist denn müde? Ach, Micknack. Ja, jetzt müde, den Ort zu betreten, wäre auch nicht gut. Da haben wir keinen Vorteil von. Jetzt würde ich immer sagen, dann machen wir mal ein Lager. Jetzt haben wir ja keinen Koch. Wer kann denn jetzt kochen? Harim? Oh, scheiße, gar keiner. Micknack kann kochen. Oh je. Oh je, wir kriegen nichts zu essen. Gut, das ist natürlich dann jetzt doof. Was macht er eigentlich nochmal? Ah ja, der macht das mit dieser Nachtschicht da. Okay. Sie macht ihren Rüstungslos. Was macht ihr eigentlich dann nochmal? Nocknock stellt Fallen auf. Ah, okay. Dann machen wir trotzdem das mit Valerie. Dann kriegt sie im nächsten Kampf zumindest einen +1 Rüstungsbonus. Ja, mit den herzhaften Essen wird da wohl nichts werden, weil mit dem Wert, da würfeln wir nichts. Das wird in die Hose gehen. Was ist dann am einfachsten? Jägerbraten? Hat er schon mal gemacht. Mehl, Lent, Stück Kartoffeln. Ja. 16, 15, 17, 16. Ein Reisnusspudding ist am einfachsten. Ja. Dann kriegen alle +5 auf die Bewegungsrate. Können so ein bisschen schneller laufen auf der Karte. Dann machen wir den mal. Vielleicht gelingt es ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir versuchen es mal. Unser Baron hat Geburtstag und ich habe ein paar Worte zu sagen. Dieses Datum ist für alle, die euch heute folgen, etwas Besonderes und für die vielen anderen, die sich euch in den kommenden Jahren anschließen werden. Ach, okay. Geburtstag? Wusste ich gar nicht. Ihr seid unser Anführer und befindet sich über das Schicksal dieses Landes und seiner Bewohner. Das ist eine große Ehre und eine große Verantwortung. Bleibt stark und würdig und führt uns in die Zukunft. Ich vermute mal, dass Valerie das sagt. Ja, Happy Birthday, Big Nuck. Hey. Schau, es gibt eine Torte an der einsamen Mühle. Na, übrigens hat das funktioniert. Oh. Guck mal an, Big Nuck hat gekocht. Lindsay. Wir haben es überlebt. Das wundert mich am meisten. Okay, dann gucken wir uns diesen Ort mal an. Dann können wir gleich mal unsere neue Truppe ausprobieren. Och, was geht denn hier ab? Als wir die Windmühle passieren, sahen wir etwas Seltsames. Einige Goblins kauerten im Schatten des Gebäudes und machten, was Goblins am besten können. Sich die Bäuche vollschlagen. Sie hatten einige prall gefüllte Säcke mit Mehl und ließen es sich gut gehen. Einige brieten über offenem Feuer Pfannkuchen und andere warfen Teigstücke in einen brodelnden Kessel und wieder andere wälzten sich einfach im Mehl und stopften es sich in den Mund. Außerdem tranken alle Goblins Bier aus einigen Fässern, übergossen sich gegenseitig damit und grüllten irgendwelche Lieder. Als sie uns sahen, wichen die fröhlichen Goblins, vermutlich aufgrund ihres Bierkonsums, nicht von der Stelle. Anstatt zu fliehen, winkten sie uns pfeifend und zu und luden uns ein, uns zu ihnen zu gesellen. Der Baron... Was? Ich feiere doch nicht mit den Goblins jetzt hier. Nur weil wir Nocknock dabei haben, sind wir jetzt nicht Bruder. Nee, lieber fallen hier in diese Mühle, die den normalen Bürgern hier zur Verfügung steht und klauen alles. Das geht nicht. Der Baron runzelt die Stirn, zog seine Waffe und stürzt sich in den Kampf. Die Goblins rannten kreischend davon und wirbelten Wolken aus Mehl auf. Als sich der Staub legte, war kein Goblin mehr zu sehen. What? Das war alles? Das ist ja lustig, okay. Ja. Interessant. Na gut.
Dann gehen wir mal dahin, wo wir ursprünglich hin wollten. Wir könnten hier nicht ausweichen. Also was haben wir jetzt wieder? Die fliehenden Goblins vielleicht? Okay, jetzt können wir auch gleich mal die Formation neu aufbauen, weil die ist jetzt komplett durcheinander. So, Harib und der Hund. So, ihr seid jetzt vorne. Die beiden kommen hier an die Seite. Und die Fernkämpfer würde ich mal so platzieren. So, und ich muss nochmal bei Harib nachschauen. Oh, sorry. Was lost in thought. Was hat er denn alles dabei? Den habe ich mir jetzt gar nicht mehr angeguckt. Ich muss seine Zauber nochmal überarbeiten. Also er kann jetzt Stufe 5 machen. Das ist ja ganz nice. Schneller Tod. Was ist das? Er muss eine feindliche Kreatur anpacken. Und dann kann er die... Dann macht er einen Schaden von 12, die 6 plus 1 pro Zauberstufe. Er kann da also jede beliebige lebende Kreatur niederstrecken damit. Wenn das gelingt natürlich. Das war heftig. Der kann also einen Gegner komplett einfach mit einem Griff töten. Das will ich sehen. Knochen zerschmettern. Knochen oder Exoskelett des Ziels bersten und fügen dem Ziel 1 bis 6 Punkte Schaden pro Zauberstufe zu. Maximal 15d6. Huh. Das wirkt also auch gegen Insekten und sowas. Vielleicht auch gegen Spinnen. Hm. Haben die ein Exoskelett? Nee, eigentlich nicht. Aber interessant. Was ist das hier? Das ist ein Heilzauber, der heilt Schaden. Im Gegensatz zu anderen Heilzaubern kann Lebensatem kürzlich gefallene Kreaturen ins Leben zurückholen. Wechselt den Zauber auf eine Kreatur, die sich in den letzten Zauberungen gestorben ist, wird sie geheilt. Ah. Das habe ich, glaube ich, mal reingenommen wegen Micmac, weil er ja öfters mal in der Schwelle des Todes steht. Vielleicht kann man das damit wieder rückgängig machen. Dann müssten wir nicht mehr in die Hauptstadt zurück, um uns auszuruhen. Da hat er jetzt einige Sachen drauf hier, muss man sagen. Monsterzahl bei Zaubergenesung. Okay, dann braucht er ja dieses Diamantstaub, genau. Schild der Dämmerung. So, jeder, der dann angreift, kriegt Feuerschaden. Okay, und er hat dieses Furcht. Das kann er auch machen. Also wenn er das gegen die Gegner macht, Furcht, und Knock Knock die angreift, kriegen die extra Schaden. Das ist eigentlich eine gute Kombi, glaube ich mal. Den Rest können wir mal vielleicht so lassen. Dieses Schutz für Energie, das hat uns schon ein paar Mal ja den Arsch gerettet. Ich denke mal, das lassen wir auch so, wie es ist. Und dieses Gebet ist ja auch nicht schlecht. Das gibt uns ja nochmal einen Bonus. Bebende Knochen, das lassen wir mal alles so. Die kleine Elementarbeizauber, brauchen wir das noch? Wunden heilen. Weisheit. Das braucht von uns jetzt keiner hier. Das ist für einen. Hm. Aber jetzt auch nicht. Das können wir auch mal lassen. Vielleicht die... Richtung Smalos. Hm. Das wirkt auch nur auf einen. Hm. Das ist nur gegen Furchteffekte. Vorübergehende Trefferpunkte von 1d8. Fall der Ordnung. Für chaotische Figuren. Ja, hm.
Das können wir vielleicht mal reinnehmen. Damit könnten wir zum Beispiel Ekundajo boosten. Der, sein Schaden geht ja über Stärke beim Bogen. Okay. Also wenn er das nächste Mal Pause macht, dann muss er ja neue Zauber lernen. Schade, dass er davon nur 3 hat. Mietermagie. Die kann er nicht machen. Okay. Boah, sind so viele. Da kann leider nur 2 bzw. einen Domänenplatz davon auswählen. Aber klingt alles eigentlich ganz gut. Eins D6 pro Zauberstufe. 5 Zauberstufen hat er. Okay, auch nicht so schlecht. Dann behalten wir das mal im Auge. So. Er ist defensiv. Er hat zielsicheren Schlag. So, jetzt können wir gleich mal testen, wie gut Knock Knocks Wahrnehmung hier ist. Das ist ja jetzt hier wieder so eine Sache, der wir auch nicht ausweichen können. Look ahead. Hoppala. Die haben wir aber gerade so gesehen. Dann können wir mal gucken, ob Knock Knock das kann. Jetzt sind die da einfach reingelaufen, die Trottel. Und gut, 20 Schaden. Was war das für eine Falle? Stichschaden. Ach, Leute, ey. Was war das denn? Okay, hier sind Fallen. Warum hat hier einer Fallen aufgestellt? Was ist jetzt? Eine Gruppe von Goblins lauert im Gebüsch. Einer von ihnen hält das Ende eines Seils in der Hand. Das andere ist an einem Beutel gebunden, der auf der Straße liegt. Die Goblins kichern und stoßen einander mit den Ellenbogen an. Och nee, Leute, echt? Dieser alte Geldbeuteltrick? Den hat man als Kinder gemacht. Da fällt doch kein Mensch mehr rein. Die Goblins beobachten so gebannt die Straße, dass sie gar nicht bemerkten, wie du dich näherst. Vorsicht, Goblins! Wir können ihnen jetzt mal ein bisschen die Tour vermasseln. Die überraschten Goblins springen auf und laufen ungeordnet durcheinander. Einer von ihnen verletzt einen Kameraden versehentlich mit seinem Dolch, ein anderer tappt in eine Fußfalle unter dem Seil. Schließlich sammeln sie sich und sehen dich zornig an. Einer von ihnen zeigt wütend mit dem Finger auf dich. Nicht gerecht, nicht gerecht! Falle ist da drüben! Warum du hier herumschleichen? Was sind das denn für Trottel? Das war eine Falle? Für wen? Wir können es immer dumm stellen. Für Reisende und andere Reiser. Reisen hin und her. Einfach ohne Grund. Schamane sagt, 1 oder 2 Fangen finden schon Verwendung. Und wo ist euer Schamane gerade? Die sind echt blöd. Er ist nicht weit, in unserem Fort am Fluss. Die Goblins deuten in eine Richtung, in der vermutlich das Fort liegt. Ha. Warum will euer Schamane den Menschen fangen? Ich dir nicht sagen, ist Geheimnis. Der Goblin kratzt sich im Kopf und flüstert dann den anderen zu. Jemand weiß, warum Schamane Menschen will? Er nicht sagen. Verdammt. Die wissen es selbst nicht. hat er denn schon jemanden gefangen? Nein, du alles verdorben. Jetzt Schamane reißt uns Ohren ab. Und ganz im Kopf dazu. Ja Gott, ey. Was ist denn mit dem Beutel? Kleine Steine, du Gold erwarten, was? Reingelegt. Nee, so doof sind wir jetzt auch nicht. Okay, wie sagen, also was soll das? Ja. Okay, dann warten wir es halt noch. Wer dumm genug ist, um eure Falle zu tappen, hat es nicht anders verdient.
Das sind das für Trottel, ey. Okay. In due time. Also, was ist mit diesen Goblins los? Gut, wir haben jetzt einen dabei, aber das hilft uns ja jetzt auch nicht gerade weiter. Ach hier, das ist... Follow my lead. Ist das der Geldbeutel? Wo ist er denn? That is not far. Kann man hier oben noch irgendwas sehen? Wir haben ja noch Pilze oder Kräuter oder irgend sowas. Hat's Pling gemacht. Ah, hier ist was. Mit den Steinen. Oh, ein Geschenk der Dryade. Okay, das gibt ja noch was Geld. In due time. Hä? Und wo war jetzt dieser Beutel? Hä? Hier unter diesem Stein oder was? Hä? Das hat er aber nicht angezeigt. Das ist ja merkwürdig. Was ist das denn? Umhang des Heldenmuts. Dieser Mantel gewährt an seinem Träger die Fähigkeit, einmal täglich den Zauber Heldenmut als Magier der Stufe 2 zu wirken. Okay. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber jeder von uns hat einen Mantel, deshalb... Er hat den Resistenzumhang. Dann kann er. Where now? Tatsächlich, der kann das einmal auf sich selber zaubern. Dafür verliert er natürlich Resistenzen. Okay. Plus 2 auf alle Rettungswürfe. Ja, mal gucken. Also. All according to plan. Heldenmut auf sich selbst. Gibt den ja auch einen Boost im Kampf. Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Vielleicht irgendwelche, wie gesagt, Kräuterpilze. Oder noch eine versteckte Truhe. Oder irgendwelchen Quatsch, den die Goblins vergessen haben. Diese Trottel. Eieiei, das scheint auch eine Truppe zu sein. Aber, ja, wir haben aber erfahren, dass anscheinend die noch einen Stützpunkt irgendwo in der Nähe haben. Da müssen wir uns mal die Augen offen halten. Und vielleicht treffen wir dann mal auf diesen komischen Schamanen. Ich glaube, mit dem hatte Nocknock eh noch ein Wörtchen zu reden. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es ja weitergeht bei Pathfinder Kingmaker. Knock, knock. Gut, jetzt steht der mit dem... Gut, lassen wir das. Bye, bye.